Hallo, ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und das hier wird mein zweiter Weekly Vlog. Also ganz viel Spaß dabei. Ja, ich sage weekly in Anführungsstrichen, denn es ist schon Freitag. Ich habe zum Ende des letzten Vlogs ja schon angekündigt, dass es wahrscheinlich eher so ein Wochenend-Lese-Vlog wird, weil die Woche einfach sehr unspektakulär bei mir abläuft und ich einfach auch so im Uni- und Arbeitsstress bin, dass ich erstens nicht wirklich Zeit und Lust zum Filmen hatte und auch nicht wirklich Zeit und Lust zum Lesen haben würde. Und das hat sich tatsächlich auch bewahrheitet. Ich habe von Sonntag auf Montag tatsächlich noch den zweiten Band der Bridgerton-Reihe, The Viscount Who Loved Me oder so hieß der, glaube ich, gelesen. Relativ schnell, war eine ganz süße, nette Geschichte dazu in meinem Lesemonat dann ein bisschen mehr. Und seitdem arbeite ich mich so langsam Schritt für Schritt durch im Master of One. Das war ja das Dezember Fairyloot-Buch und ich habe aus so einer Laune raus danach gegriffen. Obwohl ich am Ende jetzt auch glaube, es war nicht die beste Entscheidung. Das ist eine sehr langsame High-Fantasy-Geschichte und ich bin jetzt irgendwie 110 Seiten drin oder so. Also ich habe die ganze Woche irgendwie nur 100 Seiten gelesen. Nicht so wirklich viel, deswegen habe ich mir für dieses Wochenende ein bisschen mehr lesetechnisch vorgenommen. Ob das so klappt, mal schauen, denn ich habe auch noch einiges an Unikram zu tun, nachzuholen. Ich habe in 3 Wochen, 2,5 Prüfungen. Zumindest ein Großteil der Prüfungen. Bis dahin muss ich halt noch lernen, Vorlesungen nacharbeiten, Prüfungsleistungen ausarbeiten, vorbereiten und all den Kram. Und dann treffe ich mich am Sonntag tatsächlich das erste Mal jetzt seit 3 Wochen wieder mit einem anderen Menschen und zwar mit Sophia von Sophias Book Planet. Und dabei möchte ich euch ein bisschen mitnehmen. Aber zuerst haben wir noch etwas Wichtiges zu erledigen, denn ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die Qualität des Videos hat sich noch nicht so richtig verbessert, wie angekündigt. Und zwar, weil ich tatsächlich erstmal angefangen habe, auf meinem Handy zu filmen. Und wir machen jetzt mal gemeinsam so ein bisschen die Transition durch zu meiner neuen wunderschönen Kamera, die da dort schon ja aufgebahrt steht. Und schauen wir mal, wie das so wird. Also, los geht's. So. Das ist doch mal wieder was ganz anderes. Also ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie der Ton so läuft, aber ich finde, die Bildqualität ist schon mal 1A. Und dabei sieht man dann auch gleich, wie fertig ich eigentlich aussehe. Das ignorieren wir und auch wie unschön ich gerade noch aussehe, denn ich habe jetzt gleich noch einen Yogakurs. Von der Arbeit aus haben wir die Möglichkeit, mit dem lokalen Leipziger Unternehmen Yogakurse online zu besuchen aktuell. Also wir könnten dann auch theoretisch physisch hingehen, wenn es dann wieder physisch möglich ist, aber aktuell online. Und heute ist das erste Mal, dass ich daran teilnehme. Und das machen wir jetzt mal. Aber ich bin immer noch so begeistert von der Kamera. Also, ja. So wird das den ganzen Vlog über wahrscheinlich laufen, dass ich immer noch sehr begeistert von dieser Kamera, von diesem Bilderlebnis sein werde. Aber das vielleicht das erste Mal als kurzes, einführendes Update. Und dann starten wir doch mal mit allem, was da noch so kommt. Ich sehe irgendwie noch fertiger aus als vorher, aber gut. Also es ist jetzt kurz vor 7 und ich habe es jetzt noch geschafft, irgendwie zwei, gar nicht, warte, anderthalb Vorlesungen in Preismanagement mir anzugucken, beziehungsweise die durchzuarbeiten. Ich habe mir auch Notizen gemacht und mitgeschrieben und so, weil das ist in der Klausur doch ziemlich wichtig und wir können unsere Unterlagen mit reinnehmen, aber dafür muss man auch gut mitschreiben. Das habe ich jetzt gerade gemacht und mein Gehirn ist gerade schon so boah, Matsch und nebenbei oder zwischendrin, weil ich auch nicht immer alles auf einem mir zum Beispiel angucken kann, habe ich ein paar YouTube-Videos geguckt und noch ein paar Folgen
Hawaii Five-O von der 10. Staffel, durch die ich mich gerade durcharbeite auf Prime. Und jetzt habe ich aber Hunger und mache mir jetzt unbedingt mal was zu essen. Bevor ich mich nochmal kurz ransetze und was für ein anderes Seminar machen muss, aber das kann ich hoffentlich so nebenbei beim Fernsehen machen. Und dann überlege ich, ob ich heute Abend noch in die Badewanne gehe oder nicht. Eigentlich wäre Duschen besser, damit ich dann gleich Haare waschen kann, damit ich morgen filmen kann. Aber ich will eigentlich baden und ich habe sonst das Wochenende jetzt überhaupt keine Zeit mehr zum Baden, weil morgen will ich mit einer anderen Freundin telefonieren und Sonntag bin ich bei Sophia und dann wird es wahrscheinlich auch später, zumindest zu spät, um dann noch baden zu gehen. Also ja, eigentlich habe ich schon beschlossen, dass ich baden gehe, aber ja, erstmal muss ich was essen und dann überlege ich, wie ich baden gehe, wann ich baden gehe. Und was ich vor allen Dingen in der Badewanne auch lesen will, denn ich lese gerade super viel parallel. Ich habe das Buch jetzt gerade mal hergeholt, in dem ich gerade drin bin, Master of One. Oh, mit den wunderschönen, schimmrigen Seiten. Tatsächlich macht sich so ein physisches Buch in der Badewanne mal ein bisschen schwer, weil erstens habe ich Angst, dass es reinfällt oder dass es vom Wasserdampf so wellige Seiten kriegt. Und dann ist das Licht immer relativ schlecht, weil ich gerne für die Stimmung eigentlich nur Kerzen anhab. Und das dann auch gerne mal zu dunkel ist. Deswegen lese ich eigentlich lieber ein E-Book. Aber das einzige E-Book, was gerade so als Option ansteht, ist Just One of the Royals von Leah und Kate Rooper, was ja, ich glaube, auch auf meiner Leseliste stand. Oder zumindest steht es auf meiner 12 für 2021 Liste. Und ich habe es gestern Nachmittag auch mal wieder angefangen. Ich hatte vor Monaten da schon mal drin gelesen und dann das wieder zur Seite gelegt und jetzt gestern ein bisschen weiter gelesen. Vielleicht lese ich das dann auch weiter, aber eigentlich ist mein Hauptplan für diesen Vlog, das habe ich glaube ich noch gar nicht verraten, endlich Heartless von Marissa Meyer zu beenden. Da fehlen mir ja noch 100 Seiten, dass ich das Buch endlich weg habe, auch wenn ich ein bisschen Angst vorm Ende habe. Und dann potenziell endlich mal Idol, Ich gebe dir die Welt, ja, ich glaube, das ist der erste, anzufangen, weil das ja auch auf meiner Leseliste stand und auch auf meiner 12 für 2021 Liste. So viele Lesepläne. Ich glaube, ich entscheide das spontan und jetzt aber erstmal was zu essen. Und der Plan ist, dass ich mir heute Abend nochmal, genau wie letztes Wochenende vegane Burger mache. Okay, kurzes Update. Mein Burger war sehr lecker, aber ich meine, ich habe das gleiche Ding letztes Wochenende schon gegessen. Und ich habe nebenbei jetzt noch eine Folge herbeigeguckt und ein bisschen gelesen in Master of One. So 2-3 Kapitel oder so. Und jetzt muss ich sagen, wo ich so 100-130 Seiten drin bin, ich bin nicht so begeistert. Leider. Ich hatte mir so viel erhofft von der Geschichte, denn wir folgen hier, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, Rex, einem Dieb, der sich so durchschlägt mit seinen Diebereien und eigentlich auch so eine der geschicktesten Diebe seiner Stadt, seines Landes ist. Er lebt in der Stadt der Königin, in der Hauptstadt, wo eben diese Königin auch mit harter Hand regiert, wo das Leben nicht wirklich einfach ist, generell im Land und in der Stadt schon gar nicht. Und bei einem Coup wird er wohl verraten und gefangen genommen. Und er denkt erst, okay, das Leben ist vorbei, aber dann wird er für einen ganz besonderen Coup angeheuert, beziehungsweise er hat gar keine Wahl, entweder er macht es oder er stirbt, von einem Zauberer und einem Adligen. Und zwar soll Rex ein großartiges Fey-Relikt bergen, sichern, in einer Ruine, in einem geheimnisvollen Ort, der voller Fallen steckt. Und entweder stirbt er halt bei einer dieser Fallen, beim Weg zu diesem Artefakt. Er stirbt, wenn er sich weigert, da durchzugehen, oder er schafft es tatsächlich und, wie nicht anders zu erwarten, schafft er es, durchzukommen. Nur stellt sich dann heraus, dass dieses Fey-Relikt, dieses Fey-Artefakt, ein tatsächlich noch lebender Fey-Prinz ist, der ihn zusammen auf eine Reise, auf eine Suche schickt, noch weiteren besonderen Dingen. Und ja, wie man sich vielleicht denken kann, das klang echt cool, aber irgendwie ist der Schreibstil so ein bisschen getrennt. Also ganz, also die Namen sind sehr komisch. Also dieser Fey-Prinz heißt zum Beispiel Shining Talon.
noch ganz viele Nachtiteln, was schon ein sehr komischer Name ist, meiner Meinung nach. Obwohl es ganz knuffig ist, dass die Abkürzung dafür Shiny für ihn Shiny ist. Aber generell haben auch so diese adligen Häuser und die Orte komische Namen, die. Also komisch ist ja auch immer die Sache, aber sowas wie Ever Learning und Ever Loyal und Ever irgendwas. Also die ganzen Adler haben irgendwie einen Ever-Namen, was super irritierend ist, was mir überhaupt nicht gefällt. Und dann ist dieser Schreibstil generell auch so ein bisschen getrennt so von den Charakteren. Also Rex ist mir jetzt nicht so unbedingt sympathisch, er ist mir auch nicht unbedingt unsympathisch, aber er ist halt einfach da. Und ich habe jetzt irgendwie schon 100 Seiten aus seiner Perspektive gelesen. Dann hatten wir jetzt ein Kapitel über einen, also aus der Sicht eines anderen Charakters, der an einem ganz anderen Ort ist, wo ich mich bis jetzt noch frage, okay, was hat dieses Kapitel überhaupt für einen Sinn? Der Sinn zeigt sich hoffentlich noch im Laufe der Geschichte, aber bis jetzt war das so, okay, es ist da, wir kriegen mit, wie er so lebt und dass sein Leben natürlich auch nicht einfach ist, aber was für eine Bedeutung hat, es hat irgendeine Spannung, die aufkommt, ist irgendwie noch nicht so richtig präsent. Und generell, weiß ich auch nicht, so der Spannungsbogen ist auch nicht so richtig meins. Also bis jetzt, es ging jetzt alles ziemlich schnell in dieser Fae-Ruine mit diesen ganzen Challenges, die erfüllt werden mussten. Also Rex musste durch verschiedene Türen durchgehen, also damit auch verschiedene Aufgaben erledigen, bei denen er entweder stirbt oder sie halt schafft. Und am Ende hat er, glaube ich, 15, 16 gebraucht, um zu Shining Talon zu kommen. Und so die ersten 3 oder 4 wurden intensiver beschrieben und der Rest war so, ach ja, und dann ist er jetzt irgendwie beim Vorletzten angekommen. Und du denkst dir nur so, okay, dann waren sie wohl doch gar nicht so schwer. Ich meine, dabei sind zwar schon einige gestorben, aber scheinbar, wenn das Rex einfach mal so nebenbei macht, gefühlt, dann ist es wohl nicht so doll. Und das hätte man, glaube ich, noch wesentlich besser ausformulieren können. Und das wäre, glaube ich, noch spannender gewesen, wenn Rex das nicht alleine gemacht hätte, sondern vielleicht noch einen Partner dabei gehabt hätte, wo man so seine Interaktionen mitkriegt. Und Shining Talon ist auch noch so ein Charakter, der ist so ein bisschen, hat sie glaube ich nicht so ganz alle, beziehungsweise er ist so ein uralter Fae und ist ein bisschen speziell, aber anders als Rex gedacht hat und so. Also generell bin ich noch nicht so begeistert. Es ist nicht schlecht und es könnte noch richtig gut werden, aber bis jetzt ist es halt auch noch nichts, was mich dazu bringt, dieses Buch durchsuchten zu wollen. Wie man auch daran sieht, dass ich glaube ich jetzt schon eine Woche, also nicht ganz, 5 Tage daran lese und bis jetzt irgendwie auf Seite 100 es bin. Wohingegen ich bei Air of Fire, was irgendwie, ja, nochmal dicker als dieses Buch ist, das innerhalb von 3, 4 Tagen weggesuchtet habe. Also mindestens immer 100 Seiten am Tag. Ja, das ist aber gut. Ich lege es erstmal jetzt zur Seite und widme mich jetzt der Badewanne und Just One of the Royals, und wenn ich dann aus der Badewanne rauskomme, je nachdem wann das ist, ich bin immer ein bisschen länger in der Badewanne, muss ich eigentlich unbedingt noch Heartless von Marissa Meyer zu Ende lesen. Guten Morgen am Samstag, beziehungsweise morgens ist auch schon übertrieben, es ist glaube ich schon wieder 11:45, aber ich habe den Morgen auch relativ ruhig verbracht mit Fernsehen. Ich habe versucht, diese Kamera mit meinem Laptop zu verbinden über WLAN, weil ich das durch Zufall irgendwie entdeckt habe. Hat jetzt nicht ganz so gut geklappt, aber naja, lassen wir das. Und ja, jetzt muss ich erstmal gleich duschen und Haare waschen, damit ich nachher heute Mittag noch filmen kann. Das erste richtige Video mit dieser Kamera, da freue ich mich sehr drauf, bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das so läuft. Aber vielleicht ein kurzes Leseupdate. Ich habe gestern tatsächlich in der Badewanne eigentlich nicht mehr viel gelesen. Ich habe einfach nur auf Instagram gescrollt und noch ein paar andere Sachen am Handy gemacht. Und bin dann auch relativ schnell ins Bett. Habe dann, glaube ich, noch 1, 2 Kapitel in Just One of the Royals gelesen. Und dann beschlossen, dass ich das Buch wohl nicht zu Ende lesen werde. Denn irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie komme ich da nicht so richtig rein, nicht so richtig klar mit den Charakteren und allem. Und ich habe mal geguckt, das Buch ist auch gar nicht so lang, es sind irgendwie 260 Seiten. Aber ich lese jetzt, gefühlt lese ich schon wieder ewig daran, habe dann gestern auch ewig für diese 2 Kapitel gebraucht. Nur um dann am Ende festzustellen, okay, irgendwie ist das nicht. Und das klang eigentlich so cool, weil das sollte ja ein, ja,
so eine Art Retelling, Neuerzählung, Neuauflage von Princess Diaries, also plötzlich Prinzessin sein, von den ersten beiden, also von beiden Filmen, die es ja gibt. Und ich liebe ja den zweiten Film davon mit Anne Hathaway und Chris Pine wirklich sehr. Aber irgendwie hat dieses Buch es geschafft, die Elemente von dem Film zu nehmen, die ich nicht so gerne mag, und die zu verarbeiten und die Elemente, die ich mag, die ich liebe sogar, rauszulassen. Also vornehmlich die Hate to Love, Enemies to Lovers Romance-Geschichte zwischen Anne Hathaway und Chris Pine. Also wir haben jetzt Friends to Lovers, also so Freunde zu Liebenden, und irgendwie komme ich auch mit den Charakteren nicht so klar. Madison, unsere weibliche Protagonistin, ist so stressig. Irgendwie von ihr zu lesen stresst mich, einfach weil sie so überperfektionistisch ist, für ihre Eltern perfekt sein will, ihren Eltern alles recht machen will und gleichzeitig auch ihre Freunde nicht enttäuschen will und dann doch gleichzeitig auch ihr eigenes Ding machen will. Und ich habe schon ziemlich klare Vorstellung davon, wie weit es, in welche Richtung es innerhalb dieses Buches noch gehen wird, was da noch passieren wird, wie es ausgeht sowieso, was mir normalerweise nicht so stört, aber da bin ich auch noch bei den Charakteren bei und schippe die und will auch wissen, wie sie quasi zum Endpunkt kommen, aber jetzt in dem Fall interessiert mich einfach nicht. Deswegen ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, die einfachste Lösung, dieses Buch jetzt endgültig abzubrechen. Ist, glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal, dass ich es jetzt versuche, es zu lesen. Und deswegen, ja, nee. Ich sage jetzt, okay, Just One of the Royals. Abgebrochen, breche ich ab. Und damit auch das erste Buch von meiner 12 für 2021 Liste. Ist damit durch, aber leider irgendwo gefloppt. Es ist später, offensichtlich. Ich habe mein Uni-Treffen erledigt und die Uni-Aufgaben so halb, also zumindest die für das Uni-Treffen. Ich muss eigentlich gleich noch wieder ransetzen, aber ich lese gerade noch endlich in Heartless weiter. Ich habe jetzt fast 50 Seiten noch gelesen und bin jetzt also auf kurz vor der Seite 400 und muss sagen, ganz böse Idee, was da gerade passiert, was die Protagonistin sich da gerade überlegt. Keine gute Idee. I don't like where this is going. Aber ich muss das jetzt zu Ende lesen. Ich muss. Sonst mache ich es nie. Und es war richtig, richtig gut. Ich habe es witzigerweise zu Anfang gar nicht erwartet, denn zu Anfang war das Buch so, Kat war mir irgendwie so ein bisschen unsympathisch und die ganze Geschichte war irgendwie so, dümpelte so vor sich hin. Aber Marissa Meyer hat mich echt überrascht und begeistert. Es ist jetzt kein super Jahreshighlight, einfach weil es kein Happy End gibt und ich da nicht mit einem guten, fröhlichen Gefühl rausgehe. Es ist natürlich eine Villain Origin Story. Es ist die Geschichte der Königin der Herzen, wie sie zur Königin der Herzen wurde. Aber es macht super Sinn. Das ist so eine total runde Geschichte. Man fühlt irgendwie mit Kath und anderen Charakteren. Man erkennt aber durchaus auch schon im Laufe der Geschichte diese Ansätze für ja, das, was sie später wird und wie sie später wird. Und das kommt, es kommt nicht aus dem Nichts, um es mal so zu sagen. Also ja, 4,25 Monde, definitiv. Tolle Geschichte, wunderschönes Buch und ich bin froh, dass ich es gelesen habe, auch wenn es kein Happy End hat und mich irgendwo so ein bisschen traurig macht, das Ende. Aber gleichzeitig macht es mir auch mega Lust, da
darauf, Alice im Wunderland zu rewatchen. Also einmal den animierten Disney-Film und dann den Tim Burton-Disney-Film. Und das werde ich potenziell die Tage auch noch machen. Heute Abend weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe oder nicht, denn in einer Dreiviertelstunde, Stunde telefoniere ich mit einer Freundin und das kann auch immer gerne ein bisschen ausarten. Wir telefonieren gerne mal 1 bis 2 Stunden, wenn wir da mal sprechen. Wir sprechen nicht so oft, aber wenn, dann artet es gerne aus. Deswegen ist es heute Abend eher unwahrscheinlich, dass ich dann noch was gucke. Aber die Tage, definitiv die Tage. Am Sonntag, ja, wie ihr sicher gerade gesehen habt, schon im B-Row, bin ich schon fleißig gewesen am Laptop, obwohl ich glaube, ich sah gar nicht so fleißig aus, aber lasst euch versichert sein, ich war fleißig, ich habe noch ein Video hochgeladen, das Video, das heute online gehen sollte, heute online ging. Ich hoffe, es geht auch gleich online, das ist noch in der Verarbeitung bei YouTube, aber ich bin fertig, so gut wie. Ich habe das gar nicht gedacht, weil ich habe es gestern vor meinem Telefonat mit meiner Freundin gar nicht zu Ende filmen können. Musste dann nach dem Ende des Telefonats, nach 10, mich nochmal hinsetzen, das zu Ende filmen. Dank dieser Kamera ist das jetzt ja auch möglich. Und es dann noch schneiden, dann war es nachher irgendwie schon fast 12, als ich ins Bett bin, als das Video dann exportiert ist. Und trotz allem habe ich aber noch gelesen gestern. Und zwar habe ich ein Buch angefangen, was ja auch auf meiner Leseliste stand und steht. Und zwar Idol, gib mir die Welt von Kristen Callahan. Und ich bin einfach mal direkt 50 Seiten durchgeflogen. Es war irgendwie schon wieder so süß und unterhaltsam, dass, also süß ist auch übertrieben, aber unterhaltsam und witzig und ich weiß auch nicht genau was ich brauchte. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange damit gewartet habe, nach diesem Buch zu greifen und mich immer so ein bisschen geziert habe, denn das ist so gut und ich habe so Lust, direkt weiterzulesen. Jetzt muss ich mich aber wahrscheinlich anziehen, in die Stube setzen und nochmal ein bisschen Uni machen, weil ich mich ja heute noch mit Sophia treffe, aber zumindest erstes kurzes Laser-Update für Idol. I like. I really, really like. Okay, es gibt irgendwie Probleme. Warum auch nicht? Es wäre ja auch zu einfach, wenn es einfach gehen würde. Irgendwie konnte mein Video jetzt auf YouTube nicht verarbeitet werden. Also Verarbeitung wird abgebrochen. Das Ganze ist jetzt irgendwie gesperrt. Die ganze Arbeit, die ich mir die letzte Stunde gemacht habe, dahin. Kann ich das Video nur löschen und neu hochladen, beziehungsweise ich habe gerade schon mal angefangen, das neu hochzuladen. Und ich hoffe, dass es, wenn es hochgeladen ist, auch diesmal verarbeitet wird, denn ich wüsste sonst nicht, woran es liegen könnte. Ich habe es genauso normal wie sonst auch exportiert über Nacht. Also eigentlich kann es nicht am Kameraformat liegen, also hoffe ich zumindest, dass es bei YouTube irgendein Fehler war, der jetzt behoben wird. Oder vielleicht war der Server einem doch überlastet, weil alle möglichen Leute gerade jetzt Videos hochgeladen, verarbeitet lassen haben. Irgendwie so, ich wollte das Video eigentlich schon pünktlich um 9 hochgeladen haben und hätte es geschafft. Ich war schließlich heute Morgen schon um 7, war nicht mit Wecker, aber einfach so. Und dachte mir so, yes, wenn ich das schaffe, das pünktlich hochzukriegen, dann ist es richtig, richtig gut. Und jetzt so, nee, irgendwie nicht. Wie geht's? Wäre ja zu einfach, wenn es einfach wäre. Aber jetzt lasse ich es einfach mal in Ruhe hochladen und hoffe mal, dass das auch funktioniert. Drückt mir die Daumen.
Okay, Zeit für ein kleines Update, bevor ich los muss. Denn es ist jetzt natürlich schon wieder kurz nach 2 nachmittags. Ich habe das Problem mit YouTube gelöst und es war kein Problem von YouTube, es war ein Problem mit meinem Video. Da gab es irgendwie einen Fehler beim Exportieren. Aber bis man das erstmal gemerkt hat. Ich verlinke es euch auf jeden Fall jetzt mal hier oben irgendwo. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es sind die neue Romance-Neuerscheinungen des ersten halben Jahres, auf die ich mich besonders freue. Da sind einige sehr, sehr coole Sachen dabei. Und vielleicht noch ein kurzes Leseupdate. Ich habe auch noch ein klein bisschen weiter gelesen in Idle. Ich bin jetzt auf Seite 90. Ich habe also mit Kapitel 5 durch. Genau. Gerade mit Kapitel 5 durch. Und ich muss sagen, es ist gut, unterhaltsam, lässt sich schnell lesen. Aber jetzt in diesen 90 Seiten ist die Geschichte auch ziemlich schnell vergangen. Also die Beziehung zwischen den beiden hat sich ziemlich schnell entwickelt. Gefühlt haben wir da einen ganzen Teil übersprungen. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn das jetzt noch ein klein bisschen leer ausgeführt worden wäre, wenn die noch irgendwas zusammen gemacht hätten, man noch so ein, zwei Szenen mehr bekommen hätte von den beiden, wie sie sich kennenlernen und wie sie dann eher zu Freunden werden, weil zuerst hatten wir, okay, sie können sich nicht unbedingt leiden und kabbeln sich und sind zwar irgendwie aber trotzdem Nachbarn und dann sind wir jetzt irgendwie schon in einem Kapitel bei, sie sind Freunde, verbringen eigentlich jede freie Minute miteinander. Mehr, zuerst zwangsläufig, dann aber doch auch irgendwie gerne und öffnen sich einander und erzählen sich private Dinge, wo ich mir denke so, das ging mir jetzt einen kleinen Ticken zu schnell. Und das macht es ein klein bisschen unglaubwürdig. Aber gut, mal gucken, wie das noch weitergeht. Ich habe ja noch ein bisschen über 300 Seiten in diesem Buch. Ich ahne, dass da noch einiges an Drama kommt, aber vielleicht auch Drama von der Art, wie ich sie nicht unbedingt mag. Ich bin und bleibe gespannt, aber jetzt, wie gesagt, muss ich jetzt auch langsam los, denn ich bin ja noch mit Sophia zum Kaffee verabredet, bei Sophia. Und es freut mich sehr darauf, also ich freue mich sehr darauf, sie auch endlich mal wiederzusehen. Wir haben uns jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr nicht gesehen, weil sie ja in Schottland war zum Auslandssemester. Und deswegen wird es so, so schön, endlich mal wieder Zeit mit ihr zu verbringen, über Bücher zu reden, über unser Leben, was wir alles so erlebt und gemacht haben. Ich meine, wir hatten zwischendrin schon Kontakt, wir haben telefoniert, gevideochattet, uns Filme über Zoom zusammen angeguckt. Und so weiter und so fort. Aber es ist halt doch was anderes, wenn man sich wieder persönlich sieht. Und deswegen geht's jetzt los. Ich bin wieder zu Hause. Entschuldigt bitte, wie fertig ich einfach aussehe. Der Uni-Stress zeigt langsam seine Spuren und auch der schlechte Schlaf. Aber vielleicht hier mal ein kurzer Ausschnitt, wie es bei Sophia war und was es Leckeres zu essen gab. Denn Sophia hat mich mit veganem Zupfkuchen überrascht und es war so, so gut. I love it. Und was ich vielleicht auch noch kurz zeigen will, deswegen melde ich mich eigentlich auch, ist, Sophia und ich haben noch Weihnachtsgeschenke ausgetauscht und sie hatte noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für mich. Denn sie ist ja kurz vor meinem Geburtstag nach Schottland zum Auslandssemester gefahren und wir haben uns da leider da nicht gesehen und das Geschenk, was sie für mich geplant hat, war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Es kam ein bisschen verspätet. Deswegen hat sie es mir erst nachträglich überreicht, obwohl sie es eigentlich mir hätte gar nicht schenken müssen. Aber ich freue mich trotzdem so unglaublich darüber, was es war. Denn Sophia hat sich da richtig, richtig tolle Gedanken gemacht und ach, es ist so schön. Also falls du das hier siehst, was ich glaube, dass du es nicht tust, aber trotz allem ganz, ganz lieben Dank an dich, meine Liebe. Ich hab dich so doll lieb. Und ich sag so viel lieb, aber ja, einmal, was es gab, was sie bestellt hat, ist die CD zu Cardigan von Taylor Swift, der Cabin in Candlelight Version. Ich freue mich sehr, ich bin ja ein großer Taylor Swift-Fan und ich muss eigentlich unbedingt mal wieder anfangen, eine Sammlung von Platten, CDs irgendwie anzulegen, weil ich die Ästhetiken einfach auch so toll finde und das so ein ganz, ganz tolles Sammlerstück ist und deswegen freue ich mich da sehr, 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 sehr. Und es gab tatsächlich neben ein paar anderen Sachen, die ich euch jetzt nicht zeige, weil sie irgendwie nicht relevant sind, obwohl ich mich über die auch super gefreut habe, auch ein Buch von meiner Wunschliste. Und zwar The Other Side of the Sky von Amy Kaufman und Megan Spooner. Ich wollte ja keine Bücher kaufen, aber Geschenke sind trotzdem gut, nachträglich. Und es ist ein wirklich wunderschönes Buch. Ich weiß gar nicht, ob das die Kamera so einfängt, aber das glänzt so wunderschön, so metallisch. Und auch der Buchrücken ist einfach, ja, echt, echt. Echt toll. Und das ist so eine Fantasy-Sci-Fi-Geschichte von dem Duo, die auch die Starbound-Trilogie geschrieben haben, wo ja der erste Band auch auf Deutsch These Broken Stars ist, im Englischen auch, aber ich glaube, die Reihe heißt im Deutschen auch These Broken Stars, die ich auch ganz gut fand. Jetzt nichts außergewöhnlich Überragendes, aber durchaus faszinierend und interessant. Und das, weil diese Reihe so ein bisschen mehr in Richtung Fantasy schweift, fand ich sie noch interessanter. Ich lese euch nur mal kurz vor, was hinten drauf steht. A living goddess searches the skies, desperate for hope.
A crown prince falls to earth, looking for answers. Both destined to save their worlds, or destroy them completely. Also zwei verschiedene Charaktere aus unterschiedlichen Welten, die ihre jeweiligen Welten zusammen retten könnten oder eben zerstören könnten. Und ich meine, allein dieses Cover hat mich schon überzeugt und dass ich die Autorinnen sowieso auch gerne mag. Und ja, ganz, ganz lieben Dank, Sophia. Ich freue mich sehr darauf, es potenziell hoffentlich bald zu lesen, aber auf jeden Fall es erstmal zu besitzen, weil es ein so hübsches Buch und eine so schöne, ja, so schöner Zusatz zu meinem Bücherregal ist. Jetzt vielleicht der Plan, was jetzt ansteht. Es ist jetzt schon 8:45. Ich bin tatsächlich auch vor einer halben Stunde erst nach Hause gekommen. Habe noch kurz mit meinen Eltern telefoniert, weil wir das sonntags immer machen. Und habe jetzt beschlossen, anstatt mich nochmal in den Laptop zu setzen, werde ich mich jetzt bettfertig machen und dann noch ein bisschen was in Idle lesen. Vielleicht auch noch ein bisschen in Master of One. Mal gucken, wie ich drauf bin, was ich Lust habe. Ich glaube aber eigentlich eher in Idle. Und dann potenziell hoffentlich früh schlafen gehen, sodass ich morgen voller Motivation und Kraft in die neue Woche starten kann. Vielleicht auch nicht, aber zumindest einigermaßen ausgeschlafen in die Woche starten kann, was auch wichtig ist. Und deswegen das. Dienstag tatsächlich schon. Ich habe es irgendwie vergessen, irgendwie nicht ganz geschafft, diesen Vlog noch vernünftig zu Ende zu bringen. Deswegen jetzt mit etwas Verspätung noch so einen kleinen Wrap-up-Rückblick, was ist dann alles geklappt. Vielleicht zuerst zum letzten Buch, von dem ihr mich habt reden hören, von Idle von Kristin Callahan, also dem ersten Band, Gib mir die Welt. Den habe ich tatsächlich am Sonntag noch bis Seite 170, 175 gelesen, also fast bis zur Hälfte. Und ich habe ihn dann gestern tatsächlich direkt beendet. Deswegen gebe ich euch mal noch so einen kurzen Gesamtüberblick. Ich fand es echt süß. Richtig, richtig gute Rockstar-Geschichte. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange mit diesem Buch gewartet habe. Ich habe immer so ein bisschen gemischte Meinung gehört, glaube ich, und war deswegen ein bisschen abgeschreckt aus Angst, dass dieses Buch mich enttäuschen könnte. Und ja klar, es gab so ein paar Stellen, Momente. Ich habe es ja am Anfang des Vlogs auch gesagt, dass mir vor allen Dingen zu Anfang hier die Beziehung der beiden relativ schnell ging, dass sich da die Dynamik relativ schnell geändert hat, relativ unglaubwürdig, so gefühlt, als wenn da irgendwie ein Kapitel oder ein paar Szenen fehlen, aber gut. Und zum Ende kam noch so ein bisschen unnötiges, meiner Meinung nach unnötiges Drama auf, was aber ja so in Jedi-Geschichten oft so ist, wo dann so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten auftauchen. Ist so, aber es war tatsächlich gar nicht so unnötiges Drama, wie ich erwartet habe, weil bei Rockstar-Geschichten kommt es auch gerne mal vor, dass dann wirklich einige Sachen passieren und dann Intrigen da eine Rolle spielen und ja, die Medien noch weiter in den Dreck gezogen werden oder die Charaktere in den Dreck ziehen und da richtig Shit down geht. Das war hier tatsächlich nicht der Fall. Es war alles noch im Rahmen, natürlich auch alles nicht schön, sonst wäre das Ende. Also, sonst, man muss ja schon ein bisschen tief fallen, um am Ende wieder gut aufzusteigen zu einem schönen Happy End. Und das liefert dieses Buch. Es hat Spaß gemacht. Killian ist ein toller männlicher Protagonist. Nicht so der typische Bad Boy Rocker, sondern schon irgendwie so ein Sensibelchen, so ein Teddy, den man eigentlich knuddeln will, weil er eigentlich doch auch verletzlich ist und süß und so ein bisschen Papa-Bär. Deswegen ganz, ganz große Liebe, auch mal ein bisschen andere Dynamik von der Rockstar-Romance, dass wir hier nicht jemanden haben, also einen Rockstar, der sich in das typische normale Mädchen verliebt, das eigentlich mit der Musikwelt gar nichts am Hut hat, sondern Libby kennt die Welt schon so ein bisschen, wurde zumindest auch von ein bisschen von gewarnt, aber findet doch auch irgendwie ihren Platz, passt da irgendwie super gut rein. Da hat Kristin Callahan zwei ganz, ganz tolle Charaktere erschaffen, wo man, glaube ich, auch sehr gut sehen kann zum Schluss, dass sie zusammen passen, dass sie zusammengehören, dass sie sich gegenseitig besser machen und ergänzen. Und deswegen, ja, 4 Monde, ein paar Kleinigkeiten, die ich zu bemängeln hatte, aber insgesamt eine super unterhaltsame Rockstar-Romance. Und ich werde mir ziemlich sicher auch direkt gleich den zweiten vornehmen. Dazu gibt es dann im nächsten Vlog ein bisschen mehr. Wenn ich diesen Vlog beendet habe, fange ich gleich den nächsten an. Dann wird es wieder ein wöchentlicher. Und was habe ich dann sonst noch gelesen? Ich habe dann noch Heartless beendet.
endlich die letzten 100 Seiten gelesen am Wochenende innerhalb dieses Vlogs. Hat ja auch 4 Monde, 4,25 Monde bekommen, weil es auch eine echt gute Geschichte war. Am Ende ziemlich runde Sache, die mir sehr viel Lust auf Alice im Wunderland gemacht hat. Und ich habe Just One of the Royals abgebrochen, weil das eben keine Geschichte war, die mich so richtig gepackt hat, die mich interessiert und mitgenommen hat. Und deswegen, ja, habe ich gesagt, Schluss damit. Und das wäre es, glaube ich, auch für heute, für diesen Vlog. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und verratet mir auch gerne, was ihr dann aktuell so lest, wie euch die Bücher gefallen, die ihr so lest. Und ob ihr Bücher, die ich in diesem Vlog gelesen habe, auch schon gelesen habt. Und wie sie euch gefallen haben. Also ganz allen voran auch Idle. Wie gesagt, ich habe vorher schon sehr viel gemischte Meinungen gehört. Aber von meiner Seite aus kann ich zumindest den ersten schon mal sehr empfehlen. Und weil ich so viel Hype um den zweiten gehört habe, bin ich da jetzt sehr, sehr gespannt drauf. Ja, aber ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns ganz, ganz bald mit einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!